Welcome. Läuft nicht. Jetzt läuft. Stopp, wieder drücken, nochmal drücken. Alle. Psst. Hallo, mein Name ist Ralf Schmidt. Ich bin Experte für Spontanität und Ihr Impulspilot. Denn ich helfe Ihnen dabei, flexibler im Kopf zu werden. Flexibilität im Kopf heißt, besser mit unerwarteten und ungewohnten Situationen umzugehen. Wir alle kennen diese Situation, auf die man sich nicht vorbereiten kann, die einen überfordern oder Angst machen. Dann müssen wir aus dem Moment heraus schnell entscheiden und die Verantwortung für die Folgen übernehmen. Und das Gemeine dabei ist, die Folgen kennen wir noch gar nicht. Ich verrate Ihnen hier ein paar Tricks und Übungen, mit denen Sie selbst spontaner und flexibler in Ihrer Arbeit und in Ihrem Leben werden und dabei auch noch sehr viel Spaß haben. Mein Ziel dabei, werden Sie Ihr eigener Impulspilot. Aber ich muss Sie warnen, sobald Sie Ihre Anti-Spontanitätswege verlassen und Gewohnheiten über Bord werfen und neuere, spontanere Wege in Ihrem Leben gehen, können Nebenwirkungen auftreten. Die 5 schlimmsten Nebenwirkungen, was passieren kann, wenn Sie spontaner und flexibler werden. Erstens, Sie könnten kreativer werden. Zweitens, Sie könnten sich zu einem Teamplayer entwickeln. Drittens, Sie könnten Spaß haben. Sie könnten Ihr Leben in Balance bringen. Sie könnten authentischer und sympathischer werden. Und noch etwas, bevor es nun richtig losgeht. Damit Sie alles, was Ihnen ab jetzt passiert, festhalten können, möchte ich, dass Sie sich ein sogenanntes Jahrbuch anlegen. Dazu eignet sich ein einfaches Notizbuch. Suchen Sie sich aus, was immer Ihnen gefällt. Dieses Buch sollte Sie ab jetzt in Ihrem spontanen Leben begleiten. Machen Sie sich Notizen, wenn Sie zum Beispiel in einer Situation spontaner und flexibler reagiert haben, als Sie es bis jetzt von sich gewohnt waren, oder wenn ich Sie in meinen Übungen dazu auffordere. Und freuen Sie sich jetzt schon, wenn Sie sich das Buch in einigen Monaten wieder in die Hand nehmen und eine Zeitreise zu den Anfängen Ihres Spontanitäts- und Flexibilitätstrainings unternehmen. Jetzt steigen wir mal spontan in die erste Übung ein und starten Sie Clip Nummer 2, Wortachterbahn. Viel Spaß!